Wir werden jetzt die zweite Tarifrunde abwarten und gucken, was der Arbeitgeber uns vorlegt für ein Angebot. Und wenn es nichts Dolles ist, wird am 1. Mai nochmal ordentlich Stimmung gemacht und dann wird es zu dem ersten Warnstreik kommen. Ja, wir müssen Bewegung und Druck auf den Arbeitgeber machen. Und das können wir nur, wenn wir mobil sind und wenn wir unseren Hintern hochbekommen für die große Sache. Ja, dafür ist es natürlich ganz wichtig, zum einen, dass alle uns unterstützen, selbst wenn sie nicht oder noch nicht Mitglied der IG Metall sind. Aber sie müssen halt eben mit rauskommen. Wir haben nichts davon, wenn es halt eben eine Spaltung in den Belegschaften gibt, in Mitglieder und Nichtmitglieder, und halt die Mitglieder rausgehen und kämpfen und die Nichtmitglieder quasi als Streikbrecher in den Fabriken bleiben und den Arbeitgebern zeigen, dass es doch so viel Angst gibt, dass man halt eben mit unseren Forderungen nicht ernsthaft umgehen muss. In dem Augenblick, wo ich persönlich jetzt als IG Metall-Mitglied mehr Geld in die Tasche bekomme, kann ich das Geld auch ausgeben. Das heißt, ich kann mir öfters vielleicht Restaurantbesuch leisten. Das ist wichtig für die Kellner, für die Köche, die da arbeiten. Das ist wichtig halt eben auch für die Zulieferer, die zum Beispiel Camembert aus Frankreich halt eben bringen. Und dadurch kann auch in Frankreich ein Wachstum halt generiert werden. Und so geht das halt eben weiter in viele Richtungen. Also mir persönlich ist es wichtig, dass gerade die Jugend Interesse zeigen muss. Dass Mitgliedschaft, dass es gerade von der Wurzel herkommt, dass das Unternehmen oder sonstige Ebenen, die damit konfrontiert werden, gleich sehen, aha, es fängt mit der Jugend auch schon an. Und die sollten auch wirklich nahezu 100% organisiert sein eigentlich. Wir sehen das ja so halt eben. Je mehr Mitglieder wir haben, umso höher ist auch die Durchsetzung unserer Forderung. Wenn wir 5,5% fordern, ist es klar, dass die Arbeitgeber nicht hinkommen und sagen halt eben, wir geben euch das einfach so. Wenn wir einen Organisationsgrad von 100% hätten, angenommen, dann kämen wir viel näher dran an diese 5,5, als wie wir halt eben kommen mit einem Organisationsgrad von 70%, 80% oder 90%. Ich kann nur jeden beraten, der bis jetzt noch nicht organisiert ist, seinen Arsch zu bewegen, Betriebsräte, Vertrauensleute ansprechen, wo kriege ich so einen Schein her, wo muss ich unterschreiben, was muss ich tun, damit ich Mitglied in dieser Gemeinschaft werden kann und Mitglied in der IG Metall, hoffentlich bald. Das rate ich denen.